Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry, nicht Cry oder irgendwie so. 6, ja. Mal wieder mit einem kleinen Versprecher. Wir haben das letzte Mal ja die tödliche Dosis bekommen. Als Pistole. Na, so schön ist sie nicht, aber Magazinkapazität wäre vergrößert. Oh, da werden alle Waffen nachgeladen. Es ist nur die Geschwindigkeit, die weit runter geht. Der Schaden ist nicht so weit unten, ne? Und Genauigkeit und Heimlichkeit ist höher, ne? Ich nehme mal die, weil ich ja dazu neige, meine Waffen nicht nachzuladen. Und wenn ich tatsächlich. Oh. Oh, okay. Wenn ich dann tatsächlich dazu neige, also dann die nachzuladen, dass dann alle. Und ein höheres Magazin natürlich. Wenn dann alle nachgeladen sind, brauche ich ja nur die Waffe wechseln, ne? Also, und die nachladen. Klingt doch super. Also, klingt momentan für mich praktisch. Später vielleicht nicht, aber. Hi. Stirb schon! Er schießt die Gefangenen! Ist. Wo? Tritt noch mal drauf. Lohnt sich. Ernsthaft. Ho, ho. Entschuldigung. Ich wollte wirklich nicht vors Pferd laufen. Hier. Jetzt schon wieder los. Die Welt hier ist einfach zu bekloppt, ne? Das ist einfach nur ein Irrenhaus. Ein komplettes Irrenhaus. Mehr ist. Hey, hier ist es, Bala. Ja. Hey. Papa kommt mit Technologie nicht so gut klar. Aha. Ich habe gebeten, dir ein Foto von dem Gift zu schicken. Ich hatte mal mit dem Gift zu tun. Aber das ist sehr rücksichtsvoll von ihm. So weit will Danke. Ich nicht gehen. Papa vertraut Leuten von außen nur nicht. Aber ich habe gesehen, was du kannst. Sieh dir das Foto an und beweis ihm, dass du weißt, was du tust. Neue Fotos. Okay. Sehr schön. Platsch. Ich habe gedacht, besser im Wasser landen als ja, ne? Irgendwo auf dem Boden. Ist bestimmt die bessere Variante. Lausania, okay. Haben wir tatsächlich schon den ersten Angriffspunkt, den wir dann nehmen könnten. Na, oder einer von vielen. Ne, ich sehe das Plakat. Das müssen wir bestimmt zurückerobern. Ah, ne, doch nicht. Ist ein anderes Plakat. Ich bin nur ein Spaziergänger, also ich bin zu Fuß unterwegs, weil ich zu Fuß unterwegs bin. Achso, hier ist das Fort gleich. Oh, so gut. Ach da! Ja, jetzt sieh's. Die Finca Bustamante. Carlos, hier ist Dani. Dani von Libertad. Ich weiß. Meinst du, das hätte ich vergessen? Ja. Nein, ich wusste nur nicht, ob du. Vergiss es. Ich nähere mich hier einer Gegend mit Castillos Gift. Such nach gelben Behältern. Bei Sprühkommandos und Flugzeugen findest du das Gift auch. Alles klar, ich bin dran. Okay. Ich werde mal kurz, weil wir mit Gift hantieren, unsere Kopfbedeckung ändern. Wir hatten hier ja so ein. Oder war das auch mit Gift? Nee, das ist nur die Munition, ne? Hier hatten wir ja das Schütze deine Augen vor Gift. Und hier hatten wir auch was. Ne, feuerfest. Und hier war. Nee, das war nur gegen vergiftete Gegner. Okay, gut, dann nehmen wir das hier feuerfest.
Was? Da oben ist er. Vor mir versteckst du dich nicht. Cool. Gut, jetzt wird er uns nicht mehr sehen. Er kann uns quasi nicht mehr sehen, solange er nicht hier guckt. Ich glaube auch nicht, dass er damit rechnet, dass hier jetzt jemand... Nö. Ich brauche unbedingt einen Aussichtspunkt. Und einen Scharfschützen kann ich nicht gebrauchen, also... Zwei Gefliege mit einer Klappe. Komm mal her. Es tut mir sehr leid. Es hat nichts mit deiner Hautfarbe zu tun. Es hat was damit zu tun, dass du für, ja, den Herrn Castillo arbeitest. Gift. Ach, wirklich? Die sollten wir doch, schlafen legen. So, damit ich mich mal kurz orientieren kann. Genau, hier sind die Behälter. Da hinten ist auch noch ein Gifttyp. Hier laufen doch bestimmt mehrere rum, oder nicht? Pero. Ah ja. Ach, okay, der macht da das, was Hunde tun an der Wand. Kratzen oder so. Oder so tun, als wenn er da durch will. Ich weiß, ich brenne. Ja. Yeah. Lauf. Kann sich den da holen? Das? Wieso hat er noch so viel Leben? Okay. Was war das denn jetzt? So, wir werden auch angegriffen. Kriegst du auch hin, oder? Komm zurück, Guapo! Okay. Oder auch nicht. Ich gehe mal runter. Guck mal, was ich dann mit dem Flammenwerfer hier ausrichten kann. Man weiß ja nie. Ich will ein bisschen Munition mitnehmen. Ein bisschen Munition sparen und so. Ein bisschen Geld. Komm! Ja. So.
Okay. Da kann niemand mehr vergiftet werden. Komm her. Ist das nicht hochentzündlich? Ich frage für einen Freund. Müsste das nicht explodieren? Ich frage nur. Also, es braucht eine Zeit. So, das Ding explodiert einfach so. Ja, okay, gut. Wo bist du hin? Man muss halt Zeit zum Abhauen haben. Mir sehr leid. Was? Es tut mir sehr leid. Okay. Gerät ein bisschen außer Kontrolle. Wie immer. Scheißpulver habe ich gefunden. Sehr schön. Okay, nicht alle Dinger explodieren, während wenn ich da irgendwie. So. Ja, ja. Mhm. Also verstanden, wie deine Videos werden besser? Nö. Du wirst keine mehr machen können. Also, wenn er jeweils welche gemacht hat, dann, ne? Propaganda ist hier nicht mehr. Ende mit Propaganda. Ja, gut. Das hat sich, 37%, okay. Gut, wir müssen, glaube ich, diese kleinen Dinge auch mitnehmen, ne? Warte mal. Geht das nicht auch? So. Achso, warte mal. Und dann... Ja gut, das hat funktioniert. Das hat direkt funktioniert. Cool. Durchschlagende Wirkung. Was? Was? Scharfschütze! Ah! Okay. Danke, dass du es mir nochmal gesagt hast. Oh, verdammt. Einen Moment. Tja, wenn man vom Teufel spricht, nein, nicht wirklich, aber... Ja, ich bin jetzt nicht mehr alleine. Leider keinerdings mehr, aber die 17 Minuten mache ich noch voll. Das muss jetzt sein, weil, ja, wenn ich jetzt da irgendwie, 3 Tage warte oder 4 oder 5 oder eine Woche oder so, kann ich nicht schneiden und nicht ausmachen und dann kommen keine Folgen und alle wundern sich und... Ja, ne, weil ich kann ja jetzt nicht schneiden, weil dann muss ich ja das Spiel schließen. Und ich weiß nicht, ob er gespeichert hat. Wir sind ja mitten im Kampf, wo ich gerade gestört wurde. Wir sind ja noch nicht fertig. Na, komm. Fliegst du in die Luft? Entschuldigung, danke. Oh, nein. Oh. Ach, lauf. Komm. Nein. Los, darüber. Nochmal. Hier gibt's kein Gift mehr. Ach so, der hat... Gut. Was? Hat sie jetzt gesagt, hier gibt's kein Gift mehr? Ich habe jetzt nicht zugehört, weil, ja. Okay, im Ganzen, weil, also ist das hier, jetzt irgendwie, ja, das Gebiet jetzt geklärt.
Was haben wir hier? Wo soll ich dich hinbringen? Oh Gott. Ich hasse sowas. Ich bin verwöhnt. Ich will unbedingt in die Dings wechseln, ne? In die Third Person, ne? Irgendwie finde ich da nichts. So, wo muss ich damit hin? Oh, Standard. Okay, warte, was? Okay. Okay. Ah ja, okay. Und hier haben wir die Hupe. Okay. Interessant. So, wo bringe ich dich denn am besten hin? Am besten irgendwo, wo Fahrzeuggedöns ist, ne? Achso, das ist die Apportier-Quest. Ja, stimmt, haben wir das letzte Mal schon. Aber irgendwie bin ich gerade raus. Ein bisschen. Ist jetzt ein paar Stunden her, dass ich gespielt habe. Leider. Weil ja, ich, wie gesagt, nicht mehr alleine bin. Aber ich halt, wie gesagt, weil ich muss noch schneiden für morgen. Und, ne? Wird schwierig. Hier, fahren wir hier hin. Komm. Ja. Ist natürlich jetzt doof, dass ich gerade jetzt gestört werde, wo das Spiel jetzt frisch raus ist und ich noch nicht so viele Aufnahmen habe und dann, ja. Ne, ich hätte mir schon einen Tag mehr oder so gewünscht, um das Spiel halt wirklich, ja. Aber gut, ist nicht gegönnt. So. Das heißt aber auch, Little Nightmares, das Video, das verzögert sich auch noch ein bisschen. Weil, ja. Ah, warte mal. Okay. Ja. Klar. Nein! Geschütz ist bereit! Ich muss doch irgendwann. Nein! 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 Weg da, weg da, weg da, weg da! Ja, komm her. Wo kommst du denn jetzt her? Nani, feindliche Verstärkung nähert sich auf der Straße. Ach, wirklich? Oh, fuck. Komm her. Steh auf. Den hier muss ich auch mal zerstören. Steht in Position! Nicht aufgeben! Das ist fest! Oh fuck. Dich hole ich mir. Nope. Ja, komm.
Okay, das kriegt er auch hin. Okay. Cool. Nice. Nett. Was haben wir hier noch? Hier liegen Tote! Ja, komm. Ist halt Far Cry, ne? Ist halt... Nee, er ist auf unserer Seite. Ich bin gerade blind. Ja, ich passe auf mich auf. Oh, falsch gezielt. Besser. Ja. Ihr macht das schon, ne? Was sage ich da eigentlich? Natürlich machen sie es nicht. Ach da. Muss erst durchs Smartphone gucken. Ja, da oben drinne. Oh. Toll. Okay, der ist weg. Oh nö. Nö, 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 nö. Weißt du was? Da 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 da, ich bin da mal weg. So, wo wollte ich hin? Ja, ja. Ach, da vorne, okay. Cool. War nett. War nett. Ja. Straßen hier sind nicht sehr cool. Also mit so großen Fahrzeugen sollte ich nicht so oft hier lang fahren. Gerade vor allem, weil das Ding so explosiv ist. Aber ich glaube, die Strecke ist hierfür nicht gemacht. Sehr schön. Einfach mal die Bäume hier umgehen. Ah. Ja. Das war knapp. So, Leute. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Aber ich... park den mal hier. Irgendwie. Ja. Ich bin nicht so gut. Wir senden live aus Esperanza. So. Ich hab gehört, der ist hier irgendwie... Fahrzeuge können nicht gescannt werden, ja. Ach. War da nicht vorhin was? Was? Hm. Egal. Sag mal. Kann ich hier was rufen? Ja. Ja, ne? Was? Oh, cool. Jetzt bin ich den ganzen Weg mit dem doofen Teil hierher gefahren, hab Seile gelassen und jetzt ist es wieder weg. Sehr nice. Hat sich super gelohnt. Was? Nein! Ay, 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 ay. Ay, caramba.
dann, ja. Zu tatsächlich lohnenden Dingen, wie dem nächsten Zielort. Das war nicht mehr. Doch, ein paar Minuten haben wir noch. Ein paar Minuten sind wir vor dem. Ne? Moin. Ich fahre mal die Straße lang. So, insofern es geht. Dieses First Person hier, ne? Ist so weird. Ich vermisse das halt wirklich, dass ich halt nicht in Third Person kann im Auto. Da nicht irgendwie möglich ist, zu sagen, ja hier, ne? Und beim letzten Teil war das auch möglich. Ach Gott, hier. Oh, was für ein scheiß Wetter. Na dann. Wenn er meint. Oh. Das sieht aber nicht nach Propaganda aus. Richtig. Direkt in die Fresse. Schade. In die blöde Fresse. Einfach mal rauskugeln. Das hat aber funktioniert. Ach, warte mal, ich brauche eine Werkbank, ne? Ich habe natürlich keine Werkbank in der Nähe. Ich gehe mal zur Libertad-Kiste. Ja, ja. Tschüss. Ich komme gleich wieder. Ich habe euer schönes Schild zerstört, ich weiß. Ach komm. So toll war das auch wieder nicht. So toll war das nicht. So. Einmal hier. Ich frage mich mal, nach speichert. Hier ist doch noch was. Kann ich das kaputt machen? Ja. Halt. Okay, das reicht anscheinend. Flup. Natürlich kann man wieder Kisten öffnen, ohne dass man da irgendwie... Supremo Kleber. Sehr gut. Ah, da liegt noch was. Ah, da, nein, da liegt noch was. Das nehme ich noch mit. Ups. Das kommt auch noch mit. Vielleicht, wenn ich ja gleich schnell reise. Wir müssen halt nochmal hierher kommen. Vielleicht funktioniert es ja dann. Hier habe ich die Werkstatt, ne? Gut. Ich meine mit dem Speichern. Ja, da laufe ich halt gleich nochmal hin. Oh. Während eines Kampfes also nicht möglich. Aber hier ist keine Dingswerkbank, ne? Verdammt. Was habe ich denn noch? Genau das. Für meine Sammlung habe ich auch was? Okay. Was habe ich denn gesammelt? Ach, hier. Die verborgenen, was? Okay. Kunst und Tod. Okay, interessant. Ja. Darf ich jetzt wieder? Ja, jetzt darf ich wieder. Okay, cool. Sehr nice. Muss ich mal gucken, bei was er alles speichert. Damit ich das dann genau dann trigger, wenn ich das Spiel gespeichert haben möchte und dann beenden möchte, ne? Wegen Schneiden und so. Ja, das ist ein Ding, was ich bei der PlayStation nicht verstehe, ne? Man kann so viele Dinge gleichzeitig machen. Also ich kann YouTube anmachen und gleichzeitig ein Spiel anhaben. Aber wagst du ja nicht? Ein Spiel und gleichzeitig Schnittprogramm
Don't. Share Factory ist etwas, was alleine angeht. Und nicht mit Begleitprogramm. Also, ne, Spiel und, nein. Ist nicht möglich. So, Was wir brauchen, sind mehr Guerilleros, die mit anpacken. Ja. Mache ich, indem ich hier zur Werkbank gehe. Okay, ich habe nämlich den Dings gefunden, diesen Kleber. Gut. Genau. Mhm. Okay. Komm. Das ist doch super. Okay. Haben wir auch nur das, ne? Na, den gleich ausgegeben. Okay, da speichert er nicht. Vielleicht beim Materialientausch. Wie gesagt, könnt ihr immer noch gerne in die Kommentare schreiben. Ne, noch habe ich es anscheinend noch nicht, ne? Soweit. Aber, ne, wie gesagt. Ich werde mir das dann durchlesen. Ja, ist halt noch der zweite Tag jetzt, wo ich das Spiel habe. Gestern habe ich das Spiel gekauft, genau. Ja, deswegen. Ist noch relativ früh. Sind noch nicht so viele Folgen draußen. Deswegen muss ich auch wieder schneiden. Wieso speicherst du nicht? Oder hat er gespeichert? Ich bin mir gerade unsicher. Wo ist dein Gamepad? Was ist da? Das ist hier. Krass. Davon habe ich ja gehört. Also von den Add-ons, dass man hier Vaas, Pagan und Joseph Seed, den wir ja schon gut kennen, dass man die spielen kann. Aber ey. Wow. Richtig nice umgesetzt. Also, ne? Mit dem Dings-Computer. Ich meine, sowas Ähnliches gab es ja schon im Fünferteil. Dass man da ja dann, ne, oder auch bei Wolfenstein gab es ja das ja auch, dass man dann über einen Computer da irgendwie, ne, beziehungsweise, ja, ihr wisst Bescheid, über sowas da rangehen kann, über so eine Konsole. Nice, darf ich nicht? Also, doch, steht da ja. Herausgerissene Tagebuchseite. Martina glüht förmlich. Ich habe ihr den Rest des Essens gegeben und den blinden Fisch, den ich gefangen habe. Sie ist völlig benebelt und ich bin es auch. Ich habe, etwas gesehen oder vielmehr jemanden. La Prince. Chessa, es war der Ansatz, eine Haarpracht auszumachen, angeleuchtet von den Quallen. Ich habe geschrien und mich gewehrt, dann war Blut an meinem Messer und auf dem Felsen. La Princesa ist kein Geist, sie ist real, vielleicht ist sie wie wir, ich muss sie finden. Pablito. Also, okay, das war das. Okay. Princesa, oder keine Ahnung. I don't know. Revolution. Wir sind alle Revoluzzer. Ich bin gerade etwas verwirrt. Wo ist der Typ da vorne? Ich glaube, ich gehe mal kurz einkaufen. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Pesos. Vielleicht kann man da ja mal hier... Vorarbeiter. Aha. Ach, dafür brauche ich... Oh, fuck. Ja. Ja, jetzt weiß ich, wofür ich es brauche. Okay. Ich habe es immer eingetauscht gegen Geld, aber gut, gut. Ihr werdet es mir wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben haben. Seid gewiss, ich weiß jetzt Bescheid. Okay, ich muss jetzt aufhören. Tatsächlich. Wir sind schon drüber. Ich habe es schon gesehen. Eigentlich wollte ich schon vor 4 Minuten aufgehört haben. Aber irgendwie ja, dadurch, dass ja, hallo, Chorizo. Ja, ne? War jetzt irgendwie ungünstig. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier gespeichert haben. Und dass das Spiel hier gespeichert hat, wenn ich es dann ausmache. Dass, ich sag schon, dass er dann hier zumindest, wo wir die Quest angenommen haben. Oh Gottchen. Ne? Dass da irgendwie was gespeichert hat. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich hoffe es jetzt einfach mal. Oder halt beim Schnellreisen. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ne? Weil kommt dann ja auch irgendwann. Bis dann. Bye.